Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Instagram Live hier bei uns auf Hockeyweb. Olympia steht vor der Tür und dennoch ist auch der Ligabetrieb nach wie vor in vollem Gange. Und dementsprechend werden wir uns auch heute wieder ausgiebig mit diesen Themen beschäftigen. Und dazu haben wir dann auch einen ganz besonderen Gast bei uns live auf Hockeyweb haben. Und genau, dementsprechend die Erdung wird auch schon verschickt. Und zur heutigen Ausgabe des Live-Interviews auf Instagram begrüße ich ganz herzlich einen DL-Spieler, der definitiv nicht mehr zu den unerfahrenen Rookies zählt, sondern so ziemlich das genaue Gegenteil darstellt, nämlich den aktiven Spieler mit den aktuell meisten Einsätzen in der DL. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian Furchner von den Grizzlies Wolfsburg. Hallo Sebastian. Hallo, hi. Hey, servus. Ja, der Ligabetrieb, der ist nach wie vor in vollem Gange. Sebastian, du kannst mich hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören, danke. Alles klar, okay, sehr schön. Nochmal ein kurzer Check zu Beginn. Ja, wie ich bereits sagte, der Ligabetrieb in der DEL, der ist in vollem Gange. Parallel dazu steht auch das Olympiaturnier in Peking direkt vor der Tür. Aber bevor wir uns damit erst einmal beschäftigen, kommen wir erstmal zum Thema der Themen. Und zwar, wie ich es schon angesprochen hatte, du hast ja vor nicht allzu langer Zeit die Tausender-Marke der DEL-Spiele geknackt. Jetzt stehst du aktuell bei 1073. Das heißt, du bist ganz klar auf Rekordjagd. Der ewige Rekord von Lüdemann mit 1197 Spielen, der ist in greifbarer Nähe. Was ist das denn für ein Gefühl, die Tausender-Marke geknackt zu haben und aktuell der Spieler mit den meisten Spielen zu sein? Erzähl uns doch mal etwas dazu. Jetzt war es doch sehr abgehackt, jetzt habe ich deine Frage gar nicht verstanden. Es tut mir leid. Ach nee, alles gut. Also, ist es jetzt wieder besser mit der Verbindung oder? Ja, jetzt ist es Weltklasse. Sehr, Alles jetzt sind klar. wir da. Ich wollte gerade einfach nur fragen, was es denn für ein Gefühl ist, die Tausender-Marke geknackt zu haben und auf Rekordjagd zu sein. Ich hatte angesprochen, dass du ja den ewigen Rekord von Lüdemann mit 1197 Spielen schon in greifbarer Nähe betrachten kannst. Und ja, wollte einfach nach dem Gefühl fragen, wie sich das so anfühlt, ob jedes zusätzliche Spiel, das du absolvierst, ein weiterer Erfolg für dich ist. Erzähl uns doch mal was darüber. Ja, ich denke, jedes weitere Spiel ist schon ein Erfolg, weil dass ich in meinem Alter noch auf dem Level Eishockey spielen darf, ja, das ist einfach ein großes Glück auch. Ich denke, wenn man sagt auf Rekordjagd, daran denke ich nicht, weil ich bin einfach in einer glücklichen Position, dass ich jetzt über 1100 Spiele schon machen durfte in der Liga und dass ich auch noch ein Jahr Eishockey spielen darf. Die aktuelle Situation sehen wir natürlich, wo die Spiele ausfallen und so. Also man kann ja gar nicht genau sagen, wo es dann am Schluss hingeht, aber ich bin einfach nur glücklich, dass ich so viele Spiele machen durfte und auch noch welche vor mir sind. Ich sehe auch gerade das Trikot bei dir im Hintergrund. Das dürfte auf jeden Fall einen Ehrenplatz an deiner Wand bekommen haben. Ja, sehr schön. Zeig es uns doch mal. Gerade wird auch schon in den Chat geschrieben, schwarz-orange ein Leben lang. Ja, die Fans, die sind auch ganz euphorisch, wie du sehen kannst. Du sagst, du bist gar nicht auf Rekordjagd. Bedeutet das, dass also weiterhin die Mannschaft für dich eher im Fokus liegt als deine eigenen, als die persönlichen Ziele? Ja, also völlig klar. Ich meine, das ist ja, Eishockey ist ein Mannschaftssport und du kannst als individueller Spieler auch nur erfolgreich sein, wenn die Mannschaft erfolgreich ist. Und je besser die Mannschaft funktioniert, desto besser ist es auch für den einzelnen Spieler. Und ich hatte einfach auch Glück dabei, immer in guten Mannschaften zu spielen, immer in Top-Mannschaften, sowohl meine 6 Jahre in Köln als auch hier in Wolfsburg waren wir immer gute Mannschaften und klar, als ich nach Wolfsburg gekommen bin, war das jetzt nicht unbedingt so abzusehen, dass unser Weg
in den letzten 14 Jahren jetzt so erfolgreich ist, wie er war, eben mit auch 4 Vizemeisterschaften, vielen, vielen Playoff-Spielen und auch dem Pokalsieg. Das war eigentlich so nicht abzusehen, aber das ist alles dann am Ende des Tages dann, wie sowas zustande kommt, mit Spielen, Tore, Punkte und so weiter für den individuellen Spieler dann eben. Das geht alles nur über die Mannschaft. Das stimmt auf jeden Fall. Und du hast es ja auch eben schon angesprochen. 6 Jahre in Köln, danach eine lange Zeit in Wolfsburg. In Köln hat man ja höchstwahrscheinlich Kölsche Jung zu dir gesagt. Dürfte man denn heutzutage nach all den Jahren in Wolfsburg auch Wolfsburger Jung zu dir schon sagen? Oder besser, oder fühlst du dich denn schon als einer? Ja gut, klar ist, ich bin in Kaufbeuren geboren und dadurch bleibt man immer irgendwo in Kaufbeurer. Das ist logisch. Aber unsere Heimat ist schon Wolfsburg. Wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt gefunden. Die Kinder gehen in die Schule, die kennen größtenteils oder die kennen gar nichts anderes mehr als das, als ihre Heimat. Und so ist das auch jetzt zu unserer Heimat geworden über die ganzen Jahre. Wir haben hier unser eigenes Haus, wo wir drin wohnen. Das ist natürlich auch in dem Job, den ich habe, purer Luxus, dass du an einem Standort so lange bleiben darfst. Da musste man vielleicht hier und da mal auf einen Euro irgendwo verzichten, aber man hat halt Lebensqualität und auch viele Sachen dazu bekommen, die mit Geld eben nicht zu bezahlen sind. Und dafür haben wir uns immer so entschieden und deswegen sind wir auch hier als Wolfsburger heimisch geworden. Und ja, ich würde schon mich als Einheimischen hier bezeichnen. Das ist doch super. Und das heißt, du hast dich auch damals zu Beginn deiner Zeit in Wolfsburg gut eingelebt. Hat das alles reibungslos geklappt? Oder hast du manchmal auch an deine Zeiten in Köln oder in Kaufbeuren, wo deine Eishockey-Karriere ja prinzipiell gestartet ist, hast du da manchmal auch zurückgedacht? Also, ohne ganz genau ins Detail zu gehen, aber die Anfangszeit hier war sehr holprig. Also, da habe ich mir schon das ein oder andere Mal auch eine Rückkehr nach Köln gewünscht, aber das hatte viele Faktoren außenrum und wie man jetzt 14 Jahre später sieht, hat sich auch alles gefunden dann irgendwo. Aber der Start war sehr holprig. Unter anderem natürlich hat es auch sportliche Gründe gehabt. Mit Köln waren wir damals im Finale, sind da leider dann auch im Finale gescheitert. Aber das letzte Spiel war nur als ein Beispiel. Letztes Spiel war dann ausverkaufte Köln Arena, 18.500 Leute und ja, Euphorie pur. Und unser erstes Spiel hier, da waren beim Aufwärmen ja 50 Leute hier und dann beim Spiel 1.200 oder sowas. Das war schon für einen Kai Hospel damals und mich so ein bisschen ja, komisches Gefühl, aber wie gesagt, 14 Jahre später kann ich sagen, es hat sich alles gefunden und bin froh, dass es so gelaufen ist. Dann dürftest du dementsprechend heutzutage auch positiv in die Zukunft blicken, wenn sich jetzt alles bisher so gut entwickelt hat, oder? Auf jeden Fall, also wenn wir jetzt die kurzfristige Zukunft sehen, ist ja, wir haben eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft und für mich persönlich lebt natürlich nach wie vor der Traum, auch nach 6 verlorenen Finals dann auch mal der glückliche Sieger am Ende zu sein und nicht nur die anzuschütteln und zu gratulieren. Und ich glaube daran, dass es möglich ist. Ich meine, als ich hierher gewechselt bin, hätte ich mir nicht gedacht, dass es mit Wolfsburg möglich ist, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber 4 Finals und viele, viele Halbfinalteilnahmen zeigen es, dass es hier durchaus möglich ist. Und die sind eine starke Mannschaft und ich glaube, wir können ein Wörtchen mitreden. Aber abgerechnet wird dann halt auch zum Schluss. Das ist ein gutes Stichwort, was du da ansprichst jetzt im Moment, denn genau darauf wollte ich jetzt zurückkommen, und zwar zur aktuellen Situation der Grizzlies. Du hast es eben schon gesagt. Ihr habt definitiv ein Wörtchen mitzureden, was das Rennen um die Meisterschaft angeht. Platz 2 aktuell, 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Berlin. Welche Chancen siehst du da für dich und dein Team, was die Playoffs oder eben, wie du auch sagtest, das Rennen um den Titel geht? Ja, wie du eingangs schon gesagt hast, habe ich eine ganze Menge Erfahrung und da weiß ich, dass Playoff geht von vorne los und da ist die Platzierung wirklich nicht das Allerwichtigste, sondern da ist es, bist du in dem Moment da und am Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit und dann kannst du auch den einen oder anderen Favoriten dann eben rauskicken.
Und es kommt viel auf Mannschaftsleistung an, es kommt viel auf Disziplin auch an. Man muss auch viel aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt über den Gegner, um den nicht zusätzlich noch anzuspornen und so weiter und so weiter. Das sind viele Kleinigkeiten. Und der Reiz an den Playoffs ist für mich eine dumme Entscheidung, also sprich eine dumme Strafzeit, einmal nachschlagen oder ein Tor kann eine ganze Serie drehen und alles auf den Kopf stellen. Und das ist für mich das Faszinierende am Eishockey und an den Playoffs, dass da wirklich in einem Spiel durch eine dumme Sache oder eine gute Sache kannst du eine ganze Serie kippen und alles wieder ins Wanken bringen, was eigentlich nach einer klaren Nummer ausgesehen hat. Und das ist eigentlich das ist, deswegen ist es die schönste Zeit im Jahr, wenn die Playoffs stattfinden. An dieser Stelle kann ich nur sagen, nach den Sätzen kommt auf jeden Fall deine Erfahrung und deine Liebe zum Eishockey-Sport zum Vorschein. Waren Ja, auf wirklich jeden ganz Fall. tolle Also, das Worte. ist die beste Zeit. Also, das ist, wenn da fallen dann natürlich ein paar Sachen ein, die so die letzten ja, 20 Jahre passiert sind, wo wirklich ein dummes Interview den ganzen Bus angestachelt hat auf der Heimfahrt oder eine dumme Strafzeit eben eine ganze Serie gedreht hat. Und das sind einfach so tolle Momente. Vielfach haben sie in unsere Richtung ausgeschlagen oder in den Teams, in denen ich gespielt habe, aber natürlich andersrum auch schon erlebt. Und ja, unvergessen ist natürlich für alle dieses Mammutspiel da in der Köln Arena gegen die Mannheimer über 9 Drittel, ich meine im 9. Drittel dann erst durch Philipp Gugula die Entscheidung. Und das war, sowas mitzuerleben, war also verrückt, einfach im Nachgang muss man sagen, verrückt. Ich meine, es sind fast 3 Spiele und die haben wir an einem Abend gespielt. Und was da alles auch gesagt wurde in der Kabine, unter anderem hat der Doug Mason gesagt, irgendwann, keine Ahnung, 7. Drittelpause, er weiß nicht mehr, was er sagen soll. Irgendeiner soll jetzt bitte endlich ein Tor schießen, das vorbei ist. Also so viele lustige Sachen sind da einfach in einem Spiel passiert und ja, es sind einfach schöne Erinnerungen auch. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem so wie du das Ganze erzählst, wie gesagt, da merkt man richtig, was es eigentlich bedeutet, den schnellsten Mannschaftssport der Welt so gut zu kennen und vor allem auch so sehr zu lieben. Ganz toll, wirklich. Dann noch mal ganz kurz zu den Kleinigkeiten, die du angesprochen hast, weil du ja eben meintest, also in den Playoffs können Kleinigkeiten entscheidend sein, eine Strafe zu viel, ein Nachschlagen zu viel und so weiter und so fort. Kann man das also so verstehen, dass euch die 9 Punkte Rückstand auf den amtierenden Meister aus Berlin, mit dem ihr ja noch eine Rechnung offen habt, gehe ich mal stark von aus, dass die im Moment keine so große Bedeutung haben, weil ich denke mal, auch ihr werdet es so sehen, dass in den Playoffs alles passieren kann, oder? Selbstverständlich habt ihr Hauptrunde, wollen wir natürlich die Hauptrunde so gut abschließen, wie es geht, um uns eine möglichst gute Perspektive erstmal für die Playoffs zu geben. Aber dann in den Playoffs ist ja, wenn wir jetzt von einer Best-of-5-Serie ausgehen, nach der es ja aussieht jetzt, dann ist ja, ja das erste Spiel zu Hause, hast du den Druck, du musst das zu Hause gewinnen. So, eigentlich ist das das leichteste Spiel für das Auswärtsteam. Weil du kommst da hin und ja, die Heimmannschaft muss dieses Spiel eigentlich schon gewinnen, weil sonst stehen sie schon im Rückspiel wieder mit dem Rücken zur Wand. Und als Auswärtsteam kannst du sagen, ja, okay, wir haben eine gute Chance, ein Spiel zu klauen, aber wenn du es verlierst, musst du halt wieder dein Heimspiel gewinnen. Sonst ist schon wieder, also das ist halt der Reiz an den Playoffs. Und deswegen, klar, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich wollen wir die Hauptrunde so erfolgreich und so hoch abschließen, wie es geht. Es kann noch viel passieren, es sind noch viele Spiele offen, beim einen Team mehr, beim anderen weniger. Aber da ist noch gar nichts entschieden und da kann noch viel passieren. Das stimmt absolut. Und vor allem 9 Punkte, die sind ja bei der Anzahl von Spielen, die noch absolviert werden kann, definitiv eine Summe, die eine Differenz, die auf jeden Fall noch zu auszugleichen ist. Absolut. Ja, nachdem wir jetzt über die Tausender-Marke und die DEL gesprochen hatten, wollte ich auch noch mal kurz auf das Olympiaturnier zurückkommen. Und vor allem auf eine deiner Meinungen, die du in einem anderen Interview abgegeben hast, und zwar in Bezug auf deinen Teamkollegen Stahlmeier. Da bist du ja mit der Nichtnominierung bekanntlich nicht so zufrieden gewesen. Und die Frustration, die wurde auch im Umfeld mit Verständnis entgegengenommen. Unsere Frage an dieser Stelle ist allerdings, ob du dir für Stahlmeier neben der Nichtnominierung überhaupt Chancen ausgerechnet hättest, weil ich meine, mit aus den Birken, Brückmann und Niederberger sind ja drei mehr als solide Torhüter mit nach Peking gereist.
Wenn Stallmeier denn nominiert, wenn man ihn denn nominiert hätte, denkst du denn, dass er eine Chance gehabt hätte, auch aufzulaufen bei so einer starken Konkurrenz? Also, das Erste ist ja mal, alle drei Torhüter sind ausgezeichnete Torhüter, die dabei sind. Da gibt es auch gar nichts wegzudiskutieren. Das Ja. sind Top-Torhüter in Deutschland und da wollte ich auch gar keinem zu nahe treten und das wissen die auch. Felix Brückmann zum Beispiel verbindet mich auch eine gute Freundschaft und das ist außer Frage. Aber er war ja nicht mal bei den, sag ich mal, was ist dann, da, davor die Stufe waren, glaube ich, 5 Torhüter und nicht mal da war er dabei und da muss ich schon sagen, das ist schon. Also da ist meine Kritik, denke ich, schon gerechtfertigt. Aber es ist immer einfach zu sagen, ja, als Bundestrainer, ich würde es so machen und ich würde es so machen. Aber wenn du dann in der Verantwortung stehst, dann ist es natürlich wieder anders. Dann hast du andere Gesichtspunkte, andere Maßstäbe. Und ja, am Ende ist es halt dann auch so, wie überall anders auch. Wenn es gut geht, hast du recht. Und wenn es schlecht geht, dann bist du der Buhmann. Also es ist von hier aus dem Sessel ist es leicht zu sprechen. Ist ein Witz, dass der Strahli nicht dabei ist. Aber wenn du auf der anderen Seite stehst und die Entscheidung treffen musst, dann hast du auch deine Gründe, die Entscheidung zu sprechen. Aber rein von der Art, wie er gespielt hat, auch schon im letzten Jahr, er hat uns ja auch in den Playoffs also wirklich mit herausragenden Leistungen geholfen. Und wie er bis hierher gespielt hat, auch, ich meine, da gibt es keinen Zweifel, dass er einer der besten deutschen Torhüter ist. Und er hätte es natürlich verdient gehabt, da dabei zu sein, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es einer der anderen drei nicht verdient hätte. Also das muss man ganz klar sagen an der Stelle. Ich meine, der Danny aus dem Birken ist der Silbermedaillengewinner, mehrfacher deutscher Meister, Niederberger letztes Jahr deutscher Meister und über Felix Qualitäten habe ich ja schon gesprochen. Also ausgezeichneter Torhüter, mit dem ich selber ja jahrelang zusammenspielen durfte und deswegen möchte ich den Torhütern, jeder von denen hat es verdient. Aber ich meine auch in dem erweiterten Kader hätte der Strahli auf jeden Fall dabei sein müssen. Das war alles, was ich sagen wollte. Aber wie gesagt, aus dem Sessel ist es leicht zu sprechen. Wenn du die Entscheidung triffst, dann hat der Toni Söderholm mit Sicherheit seine Gründe gehabt. Das spricht auf jeden Fall für Solidarität unter guten Freunden. Das ist deutlich zu erkennen. Aber mal abgesehen von der Nichtnominierung Stahlmeiers, wie würdest du denn die Gesamtqualität des aktuellen Kaders für Olympia betrachten? Du hast eben von mehr als soliden Torhütern gesprochen, aber natürlich sind da auch die Defender und die Angreifer. Deshalb unsere Frage einfach, wie bewertest du aktuell die Qualität des Teams? Ja, also die Torhüter sind schon mehr als solide. Also das sind schon, ich glaube, da sind wir schon sehr gut aufgestellt in der Qualität. Und das sehe ich auch im ganzen Team so. Also wenn ich mir auch den Sturm anschaue, der ist wirklich, da ist wirklich sehr viel Qualität dabei. Und ich bin gespannt. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir was erleben, wie wir bei der letzten Olympiade erlebt haben. Also da wäre ich auf keinen Fall überrascht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Mannschaft. Das hat man verändert, finde ich, in der ganzen Kultur dieser Mannschaft, der Nationalmannschaft. Die fahren nicht mehr hin, um nicht zu verlieren, sondern die fahren hin, um zu gewinnen. Und das imponiert mir eigentlich bei den ganzen Spielern. Man hat schon Mentalitätswechsel bemerkt, im deutschen Eishockey einfach auch. Und das imponiert mir. Und ich glaube, dass mit der Qualität, die da hinfährt, die ich als sehr hoch einschätze, glaube ich, ist da durchaus was möglich. Und ich hoffe, dass auch das Quäntchen Glück ein bisschen in die Richtung ausschlägt und ich glaube, dann sitzen wir alle wieder begeistert vor dem Fernsehen wie vor 4 Jahren. Das heißt also, man kann das so verstehen, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den Status des Überraschungsteams, wie man es noch 2018 in Pyeongchang gewesen ist, bis heute verloren hat und definitiv eine Mannschaft ist, die ein Wörtchen mitzureden haben könnte. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, ich habe den Eindruck schon, auch wenn man die letzte Weltmeisterschaft verfolgt. Ich meine, wieder tolle Leistung von der Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass die anderen Nationen schon gucken, auf Deutschland gucken, was da passiert. Und ich glaube, dass der Respekt im Ausland schon deutlich gestiegen ist vor dem deutschen Eishockey. Das absolut. Ich meine, viele Experten sehen Deutschland ja auch nicht mehr unter dem Niveau von anderen stärkeren europäischen Teams, wie es Schweden, Finnland oder auch die Schweiz jetzt mal, um ein paar Beispiele zu nennen, sind. Ob man jetzt auch schon auf dem Niveau von Kanada, Russland oder den USA ist, das wird sich dann schon sehen lassen. Aber auf jeden Fall merkt man ja, dass da
im ganzen Land eine optimistische Stimmung herrscht. Genau. Dann noch einmal zu Olympia, was jetzt die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft angeht. Da hat man ja, manche hatten gesagt, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite wiederum nicht. Wie bewertest du die Gruppe? Was ist da aus deiner Sicht möglich? Ja, es ist natürlich schwierig, weil ich denke immer, in einem Spiel kann natürlich immer alles passieren, was natürlich dann später, wenn es in die K.O.-Spiele geht, natürlich nur mehr von Bedeutung ist. Aber da sich ja die anderen Teams auch ohne NHL-Spieler präsentieren bei dem Spiel, bei den Olympischen Spielen, wird es natürlich interessant sein zu sehen, wie wir da spielen werden. Und deswegen glaube ich auch, dass die Parallele zu vor 4 Jahren einfach gegeben ist. Und ich glaube, dass wir vielleicht noch gefestigter sind. Und ich glaube, das wird sich auch in den Vorrundenspielen auch gegen Kanada schon zeigen. Die Chinesen, da bin ich natürlich gespannt, wie die auftreten werden. Also weiß keiner, glaube ich, so richtig. Was ist deine Einschätzung zu dem chinesischen Team? Das ist ja eine Sache, die man so nicht unbedingt im Eishockey gekannt hat. Was ist da deine Meinung zu? Ja, es wird ganz schwer sein, weil ich meine, es ist ja im Prinzip das Team von Kunlun und ja, die werden eingespielt sein, aber ganz schwer für mich auch zu bewerten, also wie die dann auftreten werden und gerade ja dann bei Olympischen Spielen wieder. Ich bin selber gespannt. Also ich kann da gar keine Prognose abgeben, wie das laufen wird. Ich denke, das wird wohl niemand so recht können. Aber wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Olympia, weil du nämlich noch mal etwas Wichtiges angesprochen hast, und zwar das Fehlen der NHL-Spieler. Das ist für jeden, denke ich mal, für jedes Team, denke ich mal, ein Nachteil. Und vor allem Deutschland hätte vermutlich niemals auf die Qualität eines Leon Draisaitls verzichten wollen. Wie schwer ist denn dieser Verlust? Wenn man ihn Verlust wird man ihn auf jeden Fall nennen können, aus deiner Sicht, für nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern für alle teilnehmenden Teams, die ja davon betroffen sind. Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Turnier als mit den NHL-Spielern. Es wäre halt einfach interessant gewesen zu sehen, wie steht Deutschland da praktisch mit allen NHL-Spielern im Vergleich zu den anderen Nationen. Das wäre für mich unglaublich interessant gewesen und ich glaube für die meisten Fans halt an dem Punkt dann eben auch, ja, wenn Stützle, Dreiseitel, Seider und wenn die ganzen Spieler oder Nico Sturm dann eben auch, wenn die da angetreten werden für Deutschland eben. Das wäre unglaublich interessant gewesen, das zu sehen, wie wir uns dann trotzdem verkaufen. Aber sind nicht dabei. Und dann glaube ich, haben wir, was ich vorher schon gesagt habe, eine sehr, sehr hohe Qualität und brauchen uns vor gar niemandem verstecken. Verstecken wird man sich vermutlich nicht müssen, aber es wäre natürlich eine ganz, ganz wichtige Werbung für das deutsche Eishockey gewesen, oder? Ich glaube, fürs Welteishockey insgesamt oder für normalerweise, sage ich mal, Olympische Spiele fahren ja Biathleten. Es sind immer die Besten der Welt. Und in der NHL jetzt oder beim Eishockey-Turnier eigentlich nicht, wo dann beim Winterolympiade ist das eigentlich schon ein Highlight, wenn die NHL-Spieler dabei sind, dann schauen schon alle aufs Eishockey-Turnier eben. Und das bin ich jetzt mal gespannt, wie da die Aufmerksamkeit ist. Aber in den Ländern, wenn Deutschland erfolgreich ist, wird es wieder viel Medienpräsenz geben wie vor 4 Jahren und darauf hoffen wir natürlich alle. Meinst du, dass es ungefähr die gleiche Medienpräsenz sein wird wie 2016 bei der Heim-WM? Auch dort hatte man ja gehofft, dass das deutsche Eishockey davon stark profitieren wird, dass es eventuell auch ein Erfolgserlebnis geben wird. Das hat damit leider nicht geklappt, aber zumindest ist auch das eine Werbung gewesen. Ist das aus deiner Sicht miteinander zu vergleichen? Ich glaube, insgesamt ist das Eishockey schon deutlich mehr anerkannt in der Öffentlichkeit und deutlich präsenter, als es vielleicht vor der Silbermedaille war. Ich glaube, dass wir da nicht alles falsch gemacht haben in die letzten 4 Jahre. Mehr geht immer, natürlich, klar. Und wir wünschen uns auch alle eine größere Präsenz oder mehr Aufmerksamkeit, mehr ja, Medienpräsenz, TV-Präsenz, ist klar. Aber ich glaube, insgesamt hat sich schon was in die richtige Richtung entwickelt und da wurden schon auch viele Sachen, gerade im Marketing oder
in der Außendarstellung und das Eishockey schon sehr positiv dargestellt. Und ich glaube, es hat sich schon in die richtige Richtung entwickelt. Und was würde aus deiner Sicht noch fehlen, um diesen Weg eben noch weiterzugehen und Eishockey eben noch medienpräsenter zu machen? Also gut, mit Fußball braucht man es, denke ich mal, nicht zu vergleichen, weil Fußball ist da nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Aber zumindest das Rennen mit der Konkurrenz vom Handball und dem Basketball, die könnte man ja zumindest hinter sich lassen. Was fehlt denn da aus deiner Sicht noch bisher? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn die so einfach zu beantworten wäre, dann hätten ja die ganzen Medienexperten, die auch bei der DEL oder bei den Vereinen arbeiten, das natürlich schon angeschoben. Aber ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist mit Sicherheit Social Media und Internet. Das kann jeder Verein eigentlich mit einfachen Mitteln eben vorantreiben und sein Produkt oder seinen Verein eben nach vorne bringen. Ich glaube, die DEL, die machen das schon ganz gut mit Live-Bildern vom, beziehungsweise wenn gutes Tor fällt, wie es die NHL eben auch macht, dass sie das dann direkt posten eben und online stellen. Und ich glaube, da hat sich auch in diesem Jahr speziell nochmal was entwickelt. Aber es muss natürlich auch sein. Durch Corona haben wir eh schon gesehen am Anfang, als die Zuschauer wieder zurück in die Stadien gehen dürfen, dass nicht alle sich getraut haben zu kommen oder nicht alle wieder gekommen sind, weil viele haben sich daran gewöhnt, sie bleiben zu Hause auf der Couch sitzen, müssen nirgends hinfahren, schalten den Fernseher ein und gucken Magenta Sport. Da wird jedes Tor nochmal dreimal in der Wiederholung gezeigt. Und ja, da haben sich viele dran gewöhnt. Und ich glaube, dass dadurch, durch die Corona, jetzt sind wieder alle zu Hause. Und dadurch müssen wir natürlich auch in diesen Bereichen ja, weiter nach vorne gehen und unser Produkt noch besser machen, damit, wenn dann hoffentlich irgendwann wieder mal alles normal wird, was wir alle hoffen, dass dann die Leute aber trotzdem wieder zurück ins Stadion geholt werden und dass wir die bei Laune halten, dass wir die bei unserem Sport halten. Und deswegen ist natürlich auch jetzt der Auftritt der eisigen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen natürlich von Wichtigkeit oder von großer Wichtigkeit, dass das gut ist, dass die Eishockey-Begeisterten in Deutschland auch weiterhin dem Sport treu bleiben und dann hoffentlich irgendwann sehen wir uns alle wieder in der Eishalle. Ja, das absolut, das stimmt. Und ich meine, ich würde außerdem auch behaupten, dass es jetzt nicht nur für die deutschen Eishockey-Fans von Bedeutung sein wird, sondern dass es vor allem auch wichtig ist, dass, ich sag mal, ausländische Eishockey-Fans aus aller Welt wieder anfangen, auf Deutschland zu gucken. Was ja vor allem sich dann auch, denke ich mal, auf die NHL, auf die Drafts und im Allgemeinen positiv auf das deutsche Eishockey auswirken wird. Also da wird man, denke ich mal, von allen Seiten Unterstützung gebrauchen können, damit es wieder nach oben geht, richtig? Ja, also die anderen Ligen, die sind, da ist, glaube ich, jeder selbst so ein bisschen der Nächste. Also ich glaube, da kämpfen weltweit alle Vereine gleich irgendwie um die Zuschauergunst eben. Und insgesamt soll es einfach ein tolles Turnier mit tollem Sport werden. Aber am Schluss kann halt nur einer gewinnen oder drei in dem Fall, drei Medaillen nach Hause tragen. Und ja, es ist einfach schwierig für alle, es ist klar. Ich glaube, Eishockey ist ein Live-Sport hauptsächlich. Ich glaube, er ist am besten in der Eishalle und deswegen hoffe ich, dass die Leute halt auch irgendwann wieder, wenn es denn erlaubt ist, dann auch wieder zurückkommen in die Eishallen. Ja, das hoffen wir alle. Das sind wir wohl nicht die Einzigen, die das hoffen. Zum Abschluss des Thema, zum Thema Olympia wollte ich noch mal wissen. Du hast jetzt zwar beschrieben, dass Deutschland, was Eishockey betrifft, auf einem guten Weg ist, aber siehst du denn andere europäische Nationen, also ich hatte ja Schweden, Finnland und die Schweiz angesprochen, siehst du die denn marketingtechnisch oder was all die Sachen betrifft, die abseits des Platzes geschehen, siehst du diese Länder fortgeschrittener als Deutschland? Auf dem Weg zu einer wahren Eishockeynation oder einer richtigen Eishockeynation, wie es beispielsweise Kanada und Russland sind? Ja gut, Siehst du Schweden da und Finnland, Unterschiede? das sind schon, ja, Schweden und Finnland, das sind schon auch Eishockey-Nationen. Ich glaube, es ist halt über viele Jahre und viele Erfolge, ist natürlich das Interesse an diesen Sportarten in deren Heimatländern vielleicht etwas größer als bei uns. Man muss ja überlegen, wo wir eigentlich herkommen über, sag mal, wenn man die letzten 25 Jahre betrachtet, da waren wir B-Gruppe und dann Aufstieg und so weiter und so weiter. Und da konnte man mal, ich kann mich natürlich auch noch erinnern, als von
Peter Dreiseitel, der Puck auf der Linie liegen geblieben ist als kleiner Junge, da war man an der Überraschung ein bisschen dran. Aber jetzt schafft man diese Überraschungen eben. Aber das ist ja, da ist dieses eine Tor nicht gefallen. Aber jetzt schießen wir dieses eine Tor und gewinnen dann diese Spiele. Und das ist natürlich Step by Step. Ich meine, deswegen sind da diese, wenn die sich Agenda auferlegen, die sind dann eben über 10, 15 Jahre, wo man natürlich am Anfang die ersten 2 Jahre nichts sieht und dann denkt man natürlich, was machen die denn da? Aber nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren sieht man dann eben, wie jetzt auch, ja, Stützle und Seider, First-Round-Picks, die in der NHL eine tragende Rolle in ihrem Team spielen oder mehr sogar als eine tragende Rolle spielen. Und das ist dann halt auch irgendwie ein Produkt der kontinuierlichen Arbeit über Jahre. Und ich glaube, was du sagst, um eine Eishockey-Nation zu werden, ist natürlich erstmal schwierig, weil wir sind eine Fußballnation. Ich meine, da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Aber ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, Eishockey wirklich, wirklich aus dem Schatten zu holen und nach vorne zu bringen ins Licht. Und das ist aber halt ein langer, steiniger Weg. Und bis wir eine Eishockey-Nation werden, wie Russland oder Schweden oder Finnland, da ist es natürlich nochmal ein ganz schöner Stück, aber wir sind auf dem Weg. Und wenn ich schaue, wo wir hergekommen sind und wo wir jetzt sind, haben wir einen ganz guten Weg schon zurückgelegt, aber wir sind halt noch nicht am Ziel. Hoffen wir einfach mal, dass wir dem Ziel Schritt für Schritt näher kommen werden. Das ist, denke ich mal, die Hoffnung eines jeden Eishockey-Fans hier in Deutschland. Ja, wir sind schon fast am Ende unseres Interviews angekommen. Also erstmal vielen Dank bis zu diesem Punkt. Aber wir haben natürlich auch für dich noch noch eine Power-Fragerunde vorbereitet. Und zwar handelt es sich hierbei um Entweder-oder-Fragen oder einfach ganz normale Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Allerdings geht es hier nicht um Eishockey selbst, sondern da wird auch schon mal etwas eher ein wenig in den privaten Bereich hinein geblickt. Und ja, ich fange auch direkt an. Und zwar, die erste Frage lautet, NHL 2020 lieber alleine oder mit Freunden zocken? Alleine. Alleine, warum? Ja, weil ich spiele das immer nur gegen einen und da kriege ich es immer zweistellig. Ach so, na ja, gut, das ist verständlich. Das ist sehr, sehr verständlich. Gut. Die zweite Frage: Wärst du lieber Star der DEL oder lieber ein vierte Reihe Spieler in der NHL? Ah, ich glaube, vierte Reihe Spieler NHL. Da muss ich offen und ehrlich gestehen, du bist einer der Ersten, der die Frage so beantwortet hat. Wie kommt es? Ja, weil ich denke, ich möchte auf dem höchsten Niveau, was möglich ist, spielen. Und das wäre dann eigentlich die NHL. Wobei, nach ein paar Jahren landest du dann wahrscheinlich zwangsläufig in der DEL. Naja gut, ich meine, vierte Reihe bedeutet ja ausschließlich, dass man, ob man sich da entwickeln kann, das ist natürlich die andere Frage, ne? Wenn Es ist man leicht, so auf so eine selten. Frage irgendwie zu antworten, weil das ist, ja, hättest du das lieber, wenn es dann drauf ankommt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na gut. Wenn du eine Eishockey-Legende deiner Wahl treffen könntest, welche wäre das? Ich muss sagen, für mich als kleines Kind, ist das ja oder nein, oder darf man ein bisschen länger antworten? Du darfst natürlich auch länger antworten, klar. Ja, also als kleines Kind war für mich Didi Hegen immer der größte Eishockeyspieler, den es überhaupt gibt, der wie ich aus Kaufbeuern kommt. Und ich hatte dann eigentlich das große Glück, dass ich dann später mit ihm noch ein Jahr zusammenspielen durfte. Und deswegen ist eigentlich das für mich, mein Kindheitstraum, eigentlich in Erfüllung gegangen. Also deswegen kann ich die Frage beantworten, dass ich das große Glück hatte, mit Didi Hegen, meinem Kindheitsidol, zusammenzuspielen sogar. Das ist doch super. Sehr schön. Der Olympiatitel geht dieses Jahr nach. Boah. Ich würde jetzt gern Deutschland sagen, aber ich glaube Russland. Russland. Ist Ja. Deutschland noch nicht so weit? Wird es erst in den nächsten Jahren passieren? Ja, ich könnte es mir wirklich vorstellen. Ganz ehrlich, ich kann es mir vorstellen. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es Russland. Alles klar, alles klar. Dann vielleicht wird es dir bei der nächsten Frage ein wenig leichter fallen. Die lautet nämlich, der DEL-Titel geht dieses Jahr nach. Ich glaube, er geht nach Wolfsburg.
Hoffen wir es mal, dass es dieses Mal anders laufen wird als die letzten Male mit den Vizemeisterschaften. Ne? Ich meine, damit Ja. ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis. Der Ja, zweite aber Platz von denen zählt habe ich jetzt natürlich. genug. Also. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Von dem hast du genug und du hast ja vom höchsten Niveau gesprochen. Also warum auch Ja, nicht den Titel so auf ist es. höchstem Niveau gesprochen? Und im Chat wird natürlich auch die Frage beantwortet, Wolfsburg. Also du findest da auf jeden Fall Zuspruch Zustimmung. von unseren Zuschauern. Ja, Sebastian, wir sind schon am Ende unseres Interviews angelangt. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit und dafür, dass du die Fragen so intensiv und vor allem auch tiefgründig beantwortet hast. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dir alles Gute für die Zukunft zu wünschen, sowohl sportlich Ja. als auch privat. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass man sich eventuell in einem weiteren Interview in naher Zukunft wiedersehen wird. Noch einmal vielen Vielen Dank. Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Dir noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Alles Ebenfalls. Gute. Ciao, Mach's ciao. gut. Ciao. Ciao. So, liebe Eishockey-Freunde, das war's von Sebastian Furcher, von uns noch nicht ganz, denn wir laden euch nach wie vor immer ganz herzlich dazu ein, uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu verfolgen und unsere Webseite zu besuchen, um über den Eishockeysport immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eine ganz kurze Sache noch zu unseren Podcasts auf Spotify. Die können seit neuestem nämlich bewertet werden und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das tun würdet auf Spotify, uns eure Bewertung abzugeben, eure Meinung zu sagen, damit wir uns stets verbessern können. Von unserer Seite war es das erstmal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Instagram Live hier bei uns auf Hockey Web. Ebenfalls noch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.